Wieder sehr viele schöne Worte, aber eben kein Deal. Die Positionen zwischen Demokraten und Republikanern in Sachen US-Schuldenobergrenze liegen noch weit auseinander. Und das ist eben das derzeit entscheidende Thema, zumindest kurzfristig. Wird jetzt zeitnah dieser Deal gelingen, damit endlich diese Thematik vom Tisch ist, ja oder nein? Aber die Zeit wird immer knapper. Janet Yellen gestern mit der Aussage, also bis Mitte Juni wird das Geld nicht reichen. Das heißt, da muss jetzt ein bisschen Action in diese Geschichte. Und wir dürfen ja nicht vergessen, erstmal muss man den Deal haben, dann müssen die Mitglieder der Parteien, respektive die Senatoren im Senat und die Abgeordneten im Abgeordnetenhaus da erst noch zustimmen, und die Parteien in sich sind ja gespalten. Wir haben bei den Republikanern eine Trump-Fraktion, die sagt, überhaupt kein Deal, wir müssen keine und wollen keine Kompromisse machen, andere wollen diese Kompromisse machen. Wir haben bei den Demokraten eine große Fraktion von Linken, Demokraten, die sagen, also sobald da irgendwie Sozialkürzungen drin sind, da machen wir dieses Spiel nicht mit. Und so ist die Geschichte vielleicht schwieriger, als sich die Wall Street vorgestellt hat, die von Anfang an nicht geglaubt hat, dass das Ganze irgendwie ein Problem werden könnte. Aber je länger eben jetzt diese ganze Geschichte sich hinzieht, umso nervöser dürfte man werden. Hier sehen wir nochmal die Aussagen von Biden und vor allem McCarthy, also wieder viel Optimismus, aber eben keine Ergebnisse. Und die Position vielleicht, könnte man sagen, unterscheidet sich grundsätzlich erstmal dadurch, dass die Demokraten sagen, okay, wir könnten die Steuern anheben, um mehr Einnahmen für den Staat zu haben. Das lehnen die Republikaner total ab und sagen, nee, nix Steuern anheben, wir haben doch ein Ausgabenproblem. Vielleicht könnte man das als den Grundkonflikt dieser ganzen Geschichte sehen, und dementsprechend ist da eben eine Lösung noch nicht in Sicht. McCarthy sagt eben, nein, Steuererhebungen wird es nicht geben, das ist für mich eine rote Linie, und so haben viele eben rote Linien gezogen, und der Kompromiss würde eben viele rote Linien überschreiten. Das ist das kleine Problem. Also die Geschichte, die wird ein bisschen schwieriger vielleicht als gedacht. Hier mal Sven Hendrik mit einer Aufzählung der verschiedenen Sätze, die wir jetzt aus Washington gehört haben. Wir haben keinen Deal, wir machen Fortschritte, wir machen keine Fortschritte, wir sind weit auseinander, wir sind nah dran, wir sind optimistisch, wir sind pessimistisch, wir sind wieder optimistisch. Wir können heute Nacht einen Deal haben, das hatte man gestern seitens McCarthys etwa gesagt. Wir können morgen einen Deal haben, wir werden einen Deal haben, bevor die Deadline kommt. Also das sind Worthülsen, die kaschieren, dass die ganze Geschichte schwieriger ist. Hier bringt es McCarthy nochmal in einem Interview mit Maria Bartiromo auf den Punkt, als er sagt, die Biden-Regierung will immer Geld ausgeben. Und so wie das Ganze eben auf dem Hochpunkt der Pandemie war, aber die amerikanischen Steuerzahler können es sich nicht erlauben, Geld von China zu leihen. Das ist also auch nochmal ein Motiv, diese Assoziation mit China. Ja, die kaufen ja teilweise unsere Staatsanleihen, die Käufe der Chinesen zuletzt das erste Mal seit langer Zeit wieder raufgegangen an US-Staatsanleihen. Also wir sehen, was da alles mitschwingt und warum die ganze Geschichte schwierig wird, vor allem auch wegen Donald Trump. Der hat gesagt in einem Kommentar auf seiner Truth-Plattform, sie sollten überhaupt keinen Deal machen, die Republikaner mit den Demokraten, außer sie kriegen alles das, was sie wollen. Also Trump will hier all in gehen, will praktisch hier alles auf eine Karte setzen, und wenn nicht, dann halt nicht. Und das ist die Art und Weise, wie die Demokraten uns immer behandelt haben, nicht zurückweichen. Und das Weiße Haus sagt auch eben, naja, aber wir können ja nicht nur Rücksicht nehmen auf den Freedom Caucus, eine Fraktion, sondern der Republikaner, sondern wir müssen ja auch die Demokraten dazu kriegen. Die Demokraten, wie gesagt, wieder selber ziemlich gespalten. Also das ist unendlich komplex, viel weniger klar als gedacht. Und dann eben, wie gesagt, Janet Yellen gestern mit der Aussage, das Geld könnte schon am 1. Juni weg sein. Highly likely, dass wir nicht mehr dass wir Anfang Juni kein Geld mehr haben. Jetzt ist unterdessen wieder die Treasury Cash, der Account, also das Konto von Janet Yellen, ein bisschen gewachsen auf 60,7 Milliarden Dollar.
Mal sehen, wie die ganze Geschichte da weitergeht. Aber jenseits dieses Theaters um diese US-Schuldenobergrenze ist ja das eigentliche Problem diese massive Verschuldung der Amerikaner. In 10 Jahren dürften die Amerikaner etwa 50 Billionen Schulden haben. Damit würde über 20% der gesamten Einnahmen der Amerikaner erstmal in die Bedienung von Zinsen gehen. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, das schnürt natürlich die Luft zum Leben ab. Je mehr Geld in den Zinsdienst geht, umso weniger kann ich investieren, umso weniger kann ich Zukunft gestalten. Das ist letztendlich sozusagen dieser schleichende Prozess, der für die Amerikaner ein Riesenproblem wird, zumal wenn die Zinsen so hoch sind wie derzeit. Auf der anderen Seite kann die Fed jetzt nicht hergehen und die Zinsen wieder auf Null senken wegen der Inflation. Und hier sehen wir mal das Tagesgeschehen gestern. Dow Jones im Minus, Nasdaq wieder mal im Plus, S&P 500 unverändert und Russell 2000, der Nebenwerteindex, deutlich im Plus. Da haben sich die Regionalbanken erholt. Wir sehen, wie der Russell hier, der ganz oben ist, sich da ein bisschen absetzt. Ansonsten ein relativ umsatzschwacher, mäßig volatiler Tag, bis auf diese ganze KI-Bildgeschichte, die ich gestern erwähnt hatte, Explosion, vermeintliche Explosion am Pentagon. Hier sehen wir nochmal die Heatmap, da sehen wir eine Google, die wieder mal deutlich gestiegen ist, dann allerdings mit einem Reversal. Wir sehen, dass Amazon im Minus war, sogar Apple im Minus, dafür war Microsoft im Plus und Tesla war natürlich wieder im Plus, also ansonsten viel auch rot in verschiedenen Bereichen. Übergeordnet gilt das, was hier Bloomberg schreibt, dass Hedgefund-Managers eben mit müssen. Die sehen, der Markt geht nach oben und dann sind eben die Kosten, nicht dabei zu sein. Fear of missing out, das sind zu groß. Klar, wenn du gemessen wirst von deinen Investoren und die sagen, ja Mensch, der Markt ist doch super gelaufen, wo warst du? Dann hast du ein Problem, also musst du mit. So entsteht ein Herdentrieb jenseits eigentlich der Logik. Und hier sehen wir, dass jetzt systematische Strategien, dass viele verschiedene Investoren, jetzt gerade Profi-Investoren, jetzt doch in diesen Markt bereits gezogen worden sind und sie sind alle in Tech. Man ist zwar Rekord-Short im S&P Future, aber man ist eben auch extrem Long im Nasdaq. So lang wie schon seit Anfang 2022 nicht mehr. Also es ist jetzt nicht so, dass da etwa im Nasdaq Pessimismus herrschen würde und wir sehen es ja an den Kursen, die Tech-Werte sind gestiegen. Hier aber nochmal so eine Zusammenfassung der aktuellen Lage. Wir haben diese ganze Geschichte mit dem Debt Ceiling, also mit der Schuldenobergrenze. Wir sehen ja, dass die kurzlaufenden US-Staatsanleihen massiv steigen. Wir sehen, dass Renditen insgesamt steigen, normal nicht gut für die Märkte, vor allem nicht gut für Tech. Wir sehen, dass der Dollar steigt, auch normalerweise nicht gut für Tech. Wir sehen, dass die Wirtschaft sich abkühlt. Wir sehen massiv invertierte Zinskurven, die auf eine Rezession hindeuten, noch bestätigt durch die Frühindikatoren. Wir sehen Bankenstress nach wie vor. Wir sehen extrem hohe Bewertungen. Wir sehen einen miserablen Breadth, also Marktbreite. Es sind die wenigen, die das Ganze ziehen. Wir haben Zinsen von 5%. Würden wir jetzt in einem Umfeld sein von Nullzinsen, so etwa wie noch 2020, könnte man sagen, ja gut, wo soll das Geld denn hin? Aber du hast ja jetzt die Alternative, du hast ja in Geldmarktfonds Zinsen von 5% und mehr, du hast mit kurzlaufenden Staatsanleihen in den USA schon 5% und mehr. Warum sollst du dann zwingend in den Markt gehen, außer du gehst davon aus, er geht immer wieder nach oben, aber der Markt sagt sich bisher, ist mir doch egal. Warum das nicht so sein sollte, hat Diego Fastnacht wieder hervorragend zusammengefasst. Er sagt, die Aktienmärkte sind emotionaler als die Anleihenmärkte und jetzt gleicht er mal ab, die Aktienmärkte sind stark gestiegen, aber wie schaut es eigentlich aus mit den Risikoaufschlägen für Junkbonds, also für Unternehmensanleihen mit niedriger Bonität, also diejenigen, die über also Firmen, die als erstes über den Jordan gehen, normalerweise, wenn sich die wirtschaftliche Situation verschlechtert. Und hier bemerkt der Diego Fastnacht, dass das nicht zusammenpasst. Wir sehen nämlich, dass die Risikoaufschläge für Junkbonds gestiegen sind. Diese Junkbonds machen diese Rallye nicht mit. Das sollte zu denken geben und historisch gesehen steigen auf stark gestiegene Zinsen höhere Risikoaufschläge, weil eben auch das Kreditausfallrisiko größer wird. Klar, wenn du jetzt als Firma dich noch zu 0% refinanzieren konntest, musst aber jetzt 5 oder mehr Prozent zahlen und du hast das Geld eigentlich gar nicht, weil du eigentlich ein Zombie-Unternehmen bist, dann wird die Sache immer schwieriger. Dadurch passieren Insolvenzen, dadurch werden die Banken vorsichtiger. Wir sehen ja jetzt schon im Gefolge der Bankenkrise eine Kreditklemme.
Und das macht die gesamte Geschichte schwierig, zumal wir eben auch Kupfer sehen. Kupfer gestern wieder gefallen, auch wir sehen da ausgemachte Schwäche. Das ist ja praktisch das Konjunkturmetall, der S&P 500 steigt. Kupfer fällt weiter und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, jetzt etwa in diesem Monat, was im Mai passiert ist, dann sehen wir der S&P 500 leicht im Plus, vor allem der Nasdaq mit 4,68% im Plus. Wir sehen, dass aber die Junk Bonds leicht gefallen sind. Wir sehen, dass Bitcoin gefallen ist. Wir sehen vor allem, dass Rohstoffe gefallen sind. Hier CRB, der Rohstoffindex, minus 2,25%. Wir sehen VTIC, das ist Öl. Wir sehen Öl 6% gefallen. Wir sehen Kupfer 5% gefallen. Wir sehen Anleiherenditen deutlich gestiegen. Wir sehen den Dollar gestiegen und wir sehen, dass lediglich 29% der Aktien im S&P 500 den Index selbst outperformen. Niedrigster Wert seit 1999, was auf diese Konzentration in wenigen Werten deutet. Deswegen sehen wir im Tech-Sektor den Bullish Percentage Index schon deutlich überkauft und der Dollar eben, wie gesagt, auf dem Vormarsch, jetzt auf einem 6-Monats-Hoch gegenüber dem Yen, eben weil man sich sagt oder weil die FED die Botschaft nochmal klar gemacht hat und die Märkte das langsam glauben, ja, so schnell werden die Zinsen vielleicht doch nicht sinken, aber genau das war doch eigentlich der Grund für die Rallye stets gewesen. Die Zinsen werden sinken, hurra, wir spielen schon mal die sinkenden Zinsen und wer profitiert am meisten von sinkenden Zinsen? Eben Tech, also gehen wir doch in die großen Tech-Unternehmen rein. Jetzt allerdings scheint sich diese Hoffnung zu schlagen, aber noch fällt Tech nicht. Heute haben wir wichtige Daten, nämlich die Einkaufsmanager-Indizes 1545 in den USA. Und darüber werden wir bei Finanzmarkt der Welt berichten. Und hier sehen wir nochmal die Aussagen von Ballard Kashkari gestern, die klar gemacht haben, also Zinssenkung auf keinen Fall, wenn Zinsanhebung. Und Ballard hat gesagt, solange der Arbeitsmarkt zu stark ist, haben wir doch super Möglichkeiten, die Zinsen noch weiter anzuheben, um die Inflation zu bekämpfen und das Problem mit der Inflation hinter uns zu bekommen und nicht die 1970er Jahre zu wiederholen, als die FED ja zu früh die Zinsen wieder gesenkt hatte. Wir sehen, dass jetzt diese Zinspause, die wahrscheinlich, wir werden sehen, doch im Juni kommt, wir haben ja nochmal Inflationsdaten davor, fällt jetzt zusammen mit dieser Ceiling Deadline. However, wir sehen, dass die Equity Flows jetzt stagnieren, interessanterweise, aber es gibt natürlich auch den Bull Case, meine Damen und Herren. Ich bin ja sehr bullisch, wie Sie wissen. Grundsätzlich, gell, hier sagt ein Twitter-Account, okay, wir hatten auch einen Bärenmarktboden im Jahr 2002, 2003. Da ging das auch eine Zeit lang seitwärts, wie wir es ja gesehen haben, dann Oktober und dann kam ein Ausbruch nach oben, nur damals war der Markt eben auch sehr billig nach dem vorherigen Crash aus der Dotcom-Zeit. Jetzt sind wir extrem teuer, wie da nochmal jetzt die ganz große Sause kommen soll, ist die Frage. Wir sehen vielleicht beim Russell, den Nebenwerteindex, Nachholpotenzial im Vergleich zu anderen Indizes und ja, die Statistik sagt, wenn die ersten 100 Handelstage gut gewesen sind für Aktien, dann hatten wir eigentlich insgesamt eine Durchschnittsperformance von 25% für das gesamte Jahr. Hier sehen wir mal die verschiedenen Entwicklungen. Nur 1987 nur 2%, weil es da eben zwischendurch ein Crashchen gab. However, auf der anderen Seite gibt es eben auch die Statistik, dass ein Aktienmarkt nie den Boden erreicht, bevor eine Rezession passiert. Also schwer zu sagen. Hier sehen wir jedenfalls den Optimismus. Fear and Greed Index bei 70 schon. Greed, fast schon Extreme Greed. Und wir sehen massive Call-Volumen, die derzeit der Fall sind. Das spricht ja nicht zwingend jetzt für eine bärische Einstellung. Kurz nochmal Geopolitik. Wir sehen heute Nacht wieder Schwäche bei der türkischen Lira. So ein kleiner Flash-Crash, der passiert ist, nachdem Goldman Sachs gewarnt hat. Pass auf, den Türken gehen jetzt langsam die Währungsreserven auf, um die Lira zu stützen. Vieles deutet ja jetzt auf einen erneuten Sieg von Erdogan hin, nachdem der Drittplatzierte bei den Wahlen sich jetzt für Erdogan ausgesprochen hat. Und das würde bedeuten, weiter der Versuch, Geld zu drucken, letztendlich die Zinsen zu senken, damit würde die Inflation steigen, gleichzeitig eben gehen die Währungsreserven aus, mit denen man die Lira stützen könnte. Das könnte noch eine richtig heiße Geschichte werden in der Türkei. Heiß auch diese Gespräche, Schuldenstreit, da der aktuelle Stand der Dinge, ich habe noch schwarze Finger von diesem Artikel, weil der so frisch ist, wieder keine Einigung und die Warnung von Janet Yellen, erste Empfehlung und zweite Empfehlung, Ballard zieht zwei weitere Anhebungen der Zinsen, da nochmal die Argumentation, warum die FED die Zinsen nicht
nicht senken wird. Das ist, glaube ich, auch eine Fehleinschätzung. Da muss schon sehr viel passieren, damit eben diese Zinssenkung passiert. Ich glaube, das ist eine Prämisse der Märkte, die zu dieser Rallye geführt hat, die eigentlich nicht mehr funktioniert. Wir werden sehen. Zwei Empfehlungen, also ich sage Servus und ciao.